Nächster Redner ist der Kollege Klaus-Peter Wilsch, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich spreche nicht für die Mehrheit meiner Fraktion, sondern für eine Minderheit in meiner Fraktion. Ich spreche vor allen Dingen aber auch für die vielen Menschen, die uns zuschauen und die sich in zahllosen E-Mails, Anrufen, Schreiben an uns gewandt haben, weil sie Angst haben, weil sie Sorgen haben. Menschen mitten aus der bürgerlichen Mitte unserer Gesellschaft, die uns fragen, was tut ihr da? Sie haben Angst um ihre Ersparnisse. Sie haben Angst, sie haben Sorge, dass es keine Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft mehr gibt, angesichts schwindelerregender Schuldentürme, angesichts nicht mehr überschaubarer Summen an Haftungsrisiken und an Bürgschaften, die aufgerufen werden. Und diese Sorgen sind mehr als verständlich. Und ich will versuchen, so zu reden, dass es die Menschen auch verstehen, worüber wir hier reden. Ich komme aus Hessen, das wissen Sie, das ist die Heimat der Gebrüder Grimm. Aber auch wir in Hessen wissen, dass man aus Stroh kein Gold spinnen kann. Und wenn ein Staat langfristig über seine Verhältnisse lebt, dann gibt das nur drei Auswege hinterher. Die eine ist, die Ausgaben müssen runter. Konsolidieren. Die Ausgaben runter heißt aber eben auch vielleicht Abschied nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten. Das zweite ist, Einnahmen erhöhen. Das kann der Staat leicht, indem er die Steuern erhöht. Und das dritte ist, was die meisten vor allem auch fürchten, der Staat kann es ein bisschen lockerer angehen lassen bei der Geldwertstabilität und kann Inflation laufen lassen. Es wird ja oft dann so getan, als ob man das steuern könnte. Hochgefährlich. Die Zahnpasta raus aus der Tube geht leicht, wieder zurück, furchtbar schwerer Prozess. Aber das ist die Angst, die viele Deutschen haben in der Mitte unserer bürgerlichen Gesellschaft, weil sie schlimme Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht haben in unserem Land. Das Kernproblem an dieser falschen Politik, dieser falschen Schutzschirmpolitik ist, dass sie das einzig wirksame Signal gegen übermäßige Verschuldung, nämlich den Zins, ausschaltet. Wir tun so, als ob wir politisch wüssten, was der richtige Zins ist für Italien oder für Griechenland oder für Spanien. Das wissen die Anleger im Zweifelsfalle besser. Wieso ist bei 7% Zins für die Zehnjährigen Schluss bei der Tragfähigkeit in Italien? Bevor der Euro eingeführt wurde, haben sie das Doppelte bezahlt, 13, 14%. Die Lastquote an Zinsen, die Italien heute zahlt, ist niedriger als damals. Gleichwohl, wir schalten diesen Zins aus und kommen damit in eine Zwangslage, konkret in dieser Situation jetzt in eine ja geradezu Erpressungssituation, eine dreifache Erpressungssituation. Am vergangenen Sonntag haben die Bundesländer ihre Lösegeldliste präsentiert, die sie abgearbeitet haben wollten, damit sie die Zweidrittelmehrheit bringen im Bundesrat. Wir haben seitens der Opposition, das sage ich zu den Kollegen der Koalition, wir haben seitens der Opposition abgepresst bekommen, diesen Wachstumspakt. Und dann ist noch über Bande gespielt worden mit den potenziellen Empfängerländern. Die haben dann gesagt, den Wachstumspakt, den machen wir aber nur, wenn wir zusätzlich Zinsvergünstigungen kriegen für unsere Staatsanleihen. Sie haben die Erklärung von Monti alle gehört. Wir haben uns durch diese falsche Politik in diese Erpressungssituation hineinbegeben. Und da gibt es nach meiner festen Überzeugung nur einen Weg raus. Wir müssen diese Politik beenden. Wir müssen diese falsche Bailout-Politik beenden. Zurück auf Los. Kinder, wenn die sich verheddert haben im Spiel, die sagen, komm, wir fangen da mal neu an. Zurück auf Los. Wir haben ein gutes Regelwerk. Wir haben den Vertrag von Maastricht. Der ist in den Mitgliedsländern der Europäischen Union im Verfassungsrang als Recht angenommen worden, bei Volksabstimmung, bei Zweidrittelmehrheit, was auch immer. Daraus erwachsen Verpflichtungen. Wir haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Alles, was wir neu kriegen mit Fiskalpakt, ist vom Rang her weniger wert als das Recht, was wir haben und was wir nur anwenden müssen. Aber dazu muss es zurück zu den Prinzipien, die diesen Verträgen innewohnen. Die heißen, Entscheidungsfreiheit geht nur zusammen mit Eigenverantwortung. Die heißen, es darf kein Auspauken geben von Ländern, die rücksichtslos und unverantwortlich wirtschaften. Und die heißen, es muss Konsequenzen geben bei Verstößen. Und wenn man dort tabuisiert und sagt, der Euroraum muss so bleiben, wie er ist, da darf keiner ausscheiden,
dann hat man keine Möglichkeit, was durchzusetzen. Der Euroraum muss für Veränderungen zusätzlich zugänglich sein. Es ist falsch, die Gleichung aufzumachen, dass der Euro gleich Europa ist. Wie wird das denn unserer gegenwärtigen Ratspräsidentschaft vorkommen? Das sind die Dänen, die sind auch nicht im Euro. Die Briten sind nicht im Euro. Die Schweden sind nicht im Euro. Sind das denn schlechtere Europäer als wir, die wir mit dem Euro bezahlen? Nein, sind sie nicht. Wir haben, weil immer wieder der gleiche Punkt kommt und nach Alternativen gefragt wird, wir haben mit unserer Allianz gegen den ESM den europäischen Umschuldungsmechanismus vorgeschlagen als Weg. Natürlich gibt es andere Wege. Wir müssen uns Land für Land anschauen und müssen die Probleme abarbeiten. Wir haben den EFSF, der läuft bis 2013. Wir brauchen kein neues Schuldenvergemeinschaftungsinstrument. Und gerade mal nebenbei vielleicht noch eine Bemerkung. Wenn Sie das genauer angeschaut haben, wie das mit dem Wachstumspaket ist, da heißt es ja jetzt, das sind Mittel, die sind sowieso da, das kostet nicht zusätzlich. 55 Milliarden liegen da rum, die wären sonst für Unfug ausgegeben worden oder was, und die werden jetzt mobilisiert für Wachstum. Also das ist doch schon abenteuerlich. Und an diese Stelle die finanzpolitische Verantwortung übergeben zu wollen, das ist doch, wie wenn man den Hund zum Behüter der Wurstvorräte macht. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, weil ich sehe, dass meine Zeit abläuft. Es gibt eine alte Redensart in Deutschland, die heißt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und wenn es eines Beleges dafür bedurft hätte, dann hat den die europäische Geschichte der letzten 28 Monate erbracht. Ich habe in meiner Lebenszeit nie so schlecht übereinander reden hören in Europa wie in dieser Zeit der vermeintlichen Euro-Rettung. Und deshalb appelliere ich an Sie, wer für ein friedliches und respektvolles Miteinander in Europa ist, wer für die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist und Spielräume für die, wer für die Herrschaft des Rechtes ist und den Gleichklang von Freiheit und Verantwortung und wer uns und den uns nachfolgenden Bundestagen das Haushaltsrecht als das vornehmste Recht erhalten will, der muss bitte gegen den ESM stimmen. Ich bitte Sie darum. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hält nun der Kollege Norbert Bartle.